Warum Sie Ihren Körper pflegen sollten, das müssen wir Ihnen nicht erklären, aber auch PCs brauchen Reinigung, brauchen Hygiene. Da geht es heute bei uns drum, beim Computertipp mit Robby Funke wieder. Hallo. Von der Computerhilfe Leipzig. Robby, auch Computer brauchen Pflege und Reinigung. Genau. Ist ja ganz klar, ne? Der Computer oder sage ich mal generell Elektronik, wenn die in Benutzung ist, entwickelt Hitze. Und die Hitze, die muss ja, sag ich mal, irgendwo abgeführt werden, damit der Computer nicht so heiß wird. Da haben wir mal ein bisschen was aufgebaut für euch. Hier sieht man zum Beispiel ein ganz klassisches Problem, ne, was immer wieder unterschätzt wird. Das nennt sich, das Ganze nennt sich CPU-Kühler mit Lüfter. Ne? Hier unten drunter sitzt quasi das Herzstück, der CPU. Und wenn man mal genau guckt, sieht man hier, dass unter dem Lüfter der ganze Dreck in den Lamellen vom Kühler hängen bleibt. Und ja, irgendwann ist das dann, sag ich mal, zu. Und ja, dann findet keine Kühlung mehr statt, weil keine Luft mehr durch den Kühlkörper kann. Ne? Die Folge daraus ist ganz einfach, das ganze Gehäuse heizt sich auf. Ne? Wenn dann, sage ich mal, der Airflow nicht stimmt. Was ist denn der Airflow? Airflow ist, sag ich mal, es ist jetzt ein bisschen spezifisch, mal ganz allgemein gesagt, in jedem guten Gehäuse sind Lüfter verbaut und wenn die Lüfter an sind, ne, die sollen sich natürlich nicht gegenseitig die Luft wegziehen, sondern sollen miteinander arbeiten und das nennt man Airflow im PC-Gehäuse. Meistens ist vorne ein Lüfter, der kalte Luft reinzieht, die kalte Luft wird verwendet zum Kühlen und oben oder an der Hinterseite ist ein Lüfter, der die warme Luft wieder rauszieht. Ne? Und der Weg von der kalten Luft bis zur warmen Luft, das nennt man halt ein Airflow im Gehäuse. Den kann man jetzt auch rausnehmen, oder? Den kann man rausnehmen, das haben wir extra so gemacht. Ne? Wie oft sollte man den Lüfter denn zum Beispiel reinigen? Ja, das kommt immer darauf an. Wie verstaubt das Zimmer ist? Jein. Also natürlich, wenn ich jetzt, sag ich mal, vor der Haustür eine Baustelle habe, mein Fenster ist offen im Sommer, klar, kommt mehr Dreck rein. Im Grunde genommen kommt es immer darauf an, wie lange der Rechner läuft am Tag. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt, sag ich mal, so ein seltener Benutzer bin oder irgendwie, ja, wo der Rechner am Tag vielleicht eine Stunde läuft, dann reicht es, wenn man einmal im Jahr, sag ich mal, das macht. Wenn man aber natürlich ja, so ein kleiner Hardcore-Zocker ist, dann sollte man doch schon, sag ich mal, mindestens einmal im halben Jahr den Rechner zumindest überprüfen, ob er verschmutzt ist und gegebenenfalls dann reinigen. Das war jetzt alles an dem Beispiel von einem Desktop-PC. Ich zum Beispiel habe jetzt einen Laptop. Wie ist es da? Auch den Lüfter so oft reinigen? Oder wie beim Laptop ist es genau das Gleiche, wenn nicht sogar noch ein bisschen schlimmer. Weil beim Laptop halt die ganze Kühlungsgeschichte, man sieht es ja hier, sag ich mal, noch ein bisschen abgespeckt wurde. Ne? Weil Laptops sind mobil, klein, die werden immer flacher. Wie man hier zum Beispiel sehen kann, ist es ganz klar, dass in der Konstellation der Kühler eigentlich überhaupt nichts mehr bricht, weil die ganzen Kühlrippen, man muss sich ja vorstellen, hier wird die Luft durchgeschickt und hier durchgeblasen. Hier ist die Heatpipe, die die ganze Wärme ableitet. Na, und wenn man das hier drin sieht, dass da wie so ein Teppich vor den Kühlrippen ist, kann man sich denken, dass hier keine warme Luft mehr rauskommt. Im Endeffekt passiert das Gleiche wie beim Desktop-Rechner. Es wird warm und Hitze ist halt, sag ich mal, generell der Tod für sämtliche Komponenten. Hier sieht man auch wieder ganz schön die Wärmeleitpaste. Ne? Ich kann mal hier mit dem Finger lang gehen. Die kriegt man nicht mehr ab, die ist so hart. Ja. Na, da muss man dann schon, sag ich mal, mit ordentlichem Lösen mit ran. Ja, ne? Und die Lüfter sehen Sie auch dementsprechend kleiner. Ne? Und der muss im Endeffekt dieselbe Leistung kühlen wie ein Desktop-Rechner. Deswegen wie reinige ich so einen kleinen Lüfter am besten? Das ist einfach ganz einfach. Also man sollte nicht, wie die meisten Leute näher sagen oder immer machen, sag ich mal, mit dem Staubsauger an sowas rangehen. Hm. Am besten einen ganz einfachen Pinsel, den man vom Baumarkt kriegt, ne, und dann ganz einfach abpinseln. Und Sie sehen schon, da fällt der Staub. Ja. Genau. Ne? So, mit keiner Flüssigkeit rangehen, kein Spray nehmen, einfach nur abpinseln. Ne? Und wenn er dann abgepinselt ist, wieder ordentlich einbauen, die Kühlrippen sauber machen, neue Wärmeleitpaste und dann hält der Laptop locker um einiges länger. Ne? Alles klar. Gut, dann weiß ich ja, was ich jetzt mache. Und zwar, ich nehme mal den Pinsel und ich gehe jetzt nach Hause und ich werde jetzt mal meinen Lüfter von meinem Laptop reinigen. Wir wissen jetzt, wie wichtig das ist. Und das war es auch schon wieder vom Computertipp hier heute aus der Werkstatt von der Computerhilfe Leipzig. Vielen Dank, Robby. Tschüss, bis zum nächsten Mal.